So Leute, herzlich willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Ich bin immer noch etwas ohne Plan. Das hat vor allem den Hauptgrund, dass ich leider derzeit noch mitten in meiner Prüfungsvorbereitung stecke. Das bedeutet, ich komme nicht wirklich zum Aufnehmen. Ich mache das hier immer mal zwischendurch, wenn ich Pause mache, damit mein Kopf nicht ganz matschig wird. Daher fehlen mir erstens Themen und zweitens Decks. Deswegen gucken wir einfach mal, was ich so an Missionen habe und machen die. Wir haben nur diese hier. Ja, können wir ja eigentlich mal... Ich habe dafür ja schon mal ein Deck gebastelt. Aber ich könnte uns eigentlich auch ein neues Deck bauen. Nee, komm, heute nicht. Neues Deck gibt's am Sonntag. Sonntag, Freitag. Ja, Leute, ich bin hier am Lernen. Ich habe heute schon wieder 2 Stunden verbracht. Wir haben jetzt noch nicht mal 12 Uhr. Ja, ich habe heute ein bisschen länger geschlafen, gebe ich zu. Morgen muss ich dann auch wieder, also ich habe heute noch 6 Stunden vor mir, also, ne? Bevor ihr jetzt denkt, ja, der Wolf, der macht jetzt Feierabend schon um 12, ne, ne. Der Wolf hat noch eine ganze Menge vor sich. Und eine ganze Menge ist wirklich untertrieben. Aber ich möchte euch ja hier nicht gänzlich ohne Part stehen lassen, also wird aufgenommen. Ja, Themen sind ja hier immer ein bisschen Mangelware. Ihr habt mir leider auch noch nicht geschrieben, worüber ich hier senieren soll. Aber wir werden sicher schon ein passendes Thema finden. Was gab es denn bei mir so in letzter Zeit, worüber ich gerne mal reden würde? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach so, ja. Was? Manectric, ich denke mal, sie meint Voltenso. Ich weiß ja nicht, wie das im Englischen heißt. Daher kann ich es leider nicht sagen, aber ich denke mal. No, sorry. Ja, ich wurde übrigens gefragt, wie das mit dem Tauschen funktioniert. Also, Tauschkarten, das werde ich euch gleich nochmal genauer zeigen. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil... Achso, er überlebt den Schlag. Das ist gut. Ich würde ihn nämlich nur sehr ungern töten. Weil ich muss ja entwickeln. Und so, wenn ich jetzt direkt den Kampf gewinne, kann ich ja nicht entwickeln. Was kannst du überhaupt? Du machst 90 Schaden. Achso, ja moin. Machst du einfach mal Schaden. Ich habe den Hintergrund nicht gemutet. Das tut mir very sorry. Ja, sie ist nett. Ich finde sie echt nett. Sie ist nett. Da bin ich auch nett. Also zu netten Leuten bin ich echt nett. Ja, stimmt. Nett sein. Da habe ich doch das perfekte Thema für uns. Ja. Wolf war gestern nämlich... auch im Chat ein bisschen unfreundlich, weil mich tatsächlich ein Kerl angebaggert hat. Ja, wirklich wahr. Und ja, er konnte nicht mal richtig Deutsch schreiben. Ja, Deutsch schreiben ist vielleicht auch übertrieben, weil es kamen Sätze raus, die aber in ihrer Konstellation so überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Es war für mich höchste Schwierigkeit, überhaupt zu erkennen, was er von mir will. Und da kam dann irgendwann von mir der Satz, nachdem er gemeint hat, er möchte mit mir schlafen, habe ich gemeint, ja, und ich möchte, dass dumme Leute vom Blitz erschlagen werden, aber man kann eben nicht alles haben. Ihr könnt ja mal gerne sagen, ob das zu gemein war oder ob ich einfach hätte sagen sollen, nein, danke, ich habe da keinen Bedarf. Aber sorry, wer den Wink mit dem Zaunfall nicht versteht, da kann der Wolf auch mal gerne ein bisschen böse werden. Naja, gut Leute, sowas lobe ich mir hier. Nette, wirklich nette Gegner. Sowas finde ich klasse, weil es gibt viel zu viele Trolle im Internet und... Das meine ich jetzt nicht vom Aussehen her, sondern wirklich vom Verhalten. Die dann wirklich sich wie die letzten Deppen verhalten und sowas muss doch nicht sein. Man kann doch auch einfach mal nett miteinander umgehen. Und
das ist so etwas, was ich mir wünsche, dass man einfach mal wirklich nett miteinander umgeht. Der, jetzt habe ich die Karte gezogen, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Und so ein bisschen normales Zusammenleben, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, an den Tag legt. Was kannst du überhaupt? Ach so, damit kannst du hier sich Energiekarten holen. Aber wir haben zumindest jetzt 3 Pokémon entwickelt. Das ist schon fast die Hälfte. Das sind aber auch, glaube ich, die einzigen Pokémon außer Voltenso, die sich in meinem Deck entwickeln können. Ach ja, und Elizard zieht jetzt hier den Ruckzuckhieb durch und killt uns dabei. What? Das war so nicht geplant. Warum ich jetzt dieses Elektroball vorziehe und kein anderes, das werdet ihr gleich sehen. Die meisten von euch können sich ja wahrscheinlich die Strategie schon denken, dass ich direkt auf das Ex ziele. Da wir hier eh 60 Schaden machen. Und ich derweil Zapdos ein bisschen aufpower. Manch einer würde sagen, ich soll Zekrom nehmen, aber ich bevorzuge halt das mehr. Don't make me angry. Ja, ich habe viele Let's Plays auf Englisch geguckt in letzter Zeit. Immer mal so in der Pause, wenn ein 2-Stunden-Video vorbei war und ich gerade nicht aufnehmen wollte oder konnte oder sonst was, habe ich dann immer schnell mal mir gesagt, ja moin, gucke ich mal beim lieben Nate rein. Und das ist halt, es ist Englisch. Aber ich meine, habt ihr was dagegen auf Englisch? Ich meine, klar, man versteht vielleicht jetzt, wenn man Englisch nicht so gut kann, nicht jedes Wort. Also ich meine, ich habe ja auch beim Englischen öfter mal ein paar kleinere Probleme. Gebe ich zu. Aber so im Großen und Ganzen, wenn die Leute deutlich reden, kann man es schon verstehen. Und es ist eine gute Übung. Ich habe ja auch schon den einen oder anderen Film auf Englisch gesehen. Also wenn ihr gerade in der Schule so im Englischen seid, da gibt es ja viele, die dann sagen, ich mag kein Englisch, Englisch ist doof, dann gucke ich nichts, verstehe ich eh nichts. Das stimmt nicht. Guckt Sachen auf Englisch, zum Beispiel auch Animes mit englischen Untertiteln. Oder guckt einen Film. Und wenn ihr was nicht versteht, dann guckt im Notfall mal nach. Und ja, ihr werdet weiterkommen, glaubt's mir. Ihr glaubt's mir eh nicht, aber ist okay. Jetzt ist die große Frage. Ich nehme Zapdos. Ich mag Zapdos. Ich hätte vielleicht erst seine Fähigkeit nutzen sollen, aber es geht auch so. Oh, damit komme ich auch wieder schön an Karten ran. So, 2 sind übrig. Ja, was gab's denn sonst noch so in letzter Zeit? Bei mir passiert leider nicht viel, weil ich, wie gesagt, jeden Tag jetzt 6 bis 8 Stunden Videos gucke derzeit, was halt Vorlesungsmaterial ist. Dann werde ich die ganzen Übungen jetzt machen, weil am nächsten Dienstag habe ich leider die erste Prüfung. Dann geht's richtig los, also da hämmert's rein. Ich habe richtig Angst davor. Weil das ist, das Problem ist, ich kann jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von meinem Informatikstudium. Ihr alle habt doch garantiert schon mal von Programmiersprachen gehört. Nehme ich an. So, jetzt gibt es aber nicht nur die normalen Programmiersprachen, sondern es gibt auch Sprachen, die wirklich auf Hardware basieren. Also, die dann die Hardware beschreiben und so ein bisschen praktisch in einem Testlauf zeigen können, ob das an Hardware funktionieren würde, wenn man sie richtig zusammenschweißt, was für Hardware man dafür brauchen würde. Das gibt es. So, und natürlich um Hardware zu programmieren. Das, also nicht nur für die Softwareprogrammierung, wie zum Beispiel, was wir in der Uni gerne machen, Java, was keiner mag, oder ja, C++ oder sowas. Es gibt halt auch sowas wie BlueSpec oder Verilog oder System Verilog oder VHDL, was es halt alles gibt, was nur Hardware beschreibt. Da versteht ihr jetzt nichts von, aber das müsst ihr auch nicht. Und ja, auf jeden Fall, ich muss jetzt BlueSpec, das ist halt, wie gesagt, eine dieser Sprachen, muss ich können für dieses Semester. Aber ich muss noch aus dem letzten Semester System Verilog können. Obwohl wir für die Prüfung, beziehungsweise für das Projekt, was wir damals hatten, nur Verilog gebraucht haben. Also, es ist ähnlich, aber nicht das gleiche. Fazit, ich bin nicht wirklich fit darin und ich muss schon BlueSpec, tue ich mir schon schwer. Das heißt, ich muss jetzt mehrere Sprachen nochmal hier in einer Woche mir reindrücken, dass ich die so halbwegs beherrsche, um dann nächste Woche die Prüfung zu bestehen. Ich hoffe, ich schaff's.
Also drückt mir ganz, ganz fest die Daumen. Und ich danke auch an allen, die mir noch nachträglich zum Geburtstag gratuliert haben und etc. Ja, braucht ihr nicht. Ich habe mich ja letzten Part beschwert, dass meine Familie nicht wirklich gratuliert hat, aber ihr seid nicht meine normale Familie. Es ist viel tiefer. Habe ich mich jetzt genug eingeschleimt? Gut. Was sagt ihr eigentlich zum derzeitigen Sonntagsprojekt mit Zero? Hier. Ich komme gerade nicht drauf. Ihr wisst schon. Battleblock Theater. Das Theater des Grauens. Könnte man es auch nennen. Ne, ich hab's wirklich gern. Das macht sehr viel Spaß. Beziehungsweise wir haben jetzt seit Wochen nicht mehr gespielt, leider. Seit 2 oder 3 Wochen. Müssen wir mal wieder, weil ich habe nur noch für 2 Wochen Videos. Aber findet ihr das gut, wenn ich so größere Projekte als Sonntagsprojekt habe? Oder würdet ihr eher mal gerne wieder sowas Kleines sehen? So ein Angezockt von irgendwas? Oder mal irgendein Quatschprojekt? Sagt mir das mal. Und übrigens, für mein Let's Read habe ich immer noch keine Geschichten zugesendet bekommen. Eine ist schon ewig fertig, aber ich warte noch darauf, dass mir mal irgendeiner Geschichten zusendet. Also für alle, die nicht wissen, was ein Let's Read ist, das habe ich schon mal gemacht. Ihr könnt mir Geschichten zusenden, verlinken oder sonst was. Hauptsache, ich kriege da keine Probleme mit dem Autoren. Also am besten von euch eine Geschichte, muss aber nicht sein. Es darf auch einfach eine Geschichte von irgendwem sein. So, wir schreiben erstmal GG. Weil mit dem zufälligen Funken darf ich auch die Bank angreifen. Und das war's. Ja, auf jeden Fall, es darf auch irgendeine Geschichte sein, da wäre das letzte Elektroball gewesen. Und, ja. Wenn ihr mir diese Geschichten zusendet, dann lese ich die vor, mach Musik drunter und ihr könnt die Geschichte beurteilen lassen, könnt man hören, wie ich sie vorlese. Ich lese sie auch korrekt vor, weil das mache ich extra mit großer Mühe. Und jetzt muss ich mal gerade in die Aufnahme gucken. Okay, ein Spiel geht noch. Ein Spiel geht noch. Meine Kratzer am Arm heilen so langsam ab. Ist gut. Muss nichts langärmeliges mehr tragen? Nee. So schlimm. Also, es sieht schon irgendwie doof aus mit so vielen Kratzern, aber ich meine, es ist fast verheilt. Ich heile ja zum Glück recht schnell. So, ja, auf jeden Fall, die Geschichten lese ich dann vor. Ihr könnt hier mal reingucken, könnt ihr einfach mal auf meinem Kanal Let's Read suchen. Da habe ich schon mal eins gemacht mit einer von mir geschriebenen, wie ich finde, nicht besonders gelungenen Geschichte und einer Geschichte, die leider nicht mehr fortgesetzt wird vom lieben Geki. Ja, fürs nächste Let's Read habe ich bereits die eine Geschichte, die ich habe, die ist auch wieder von mir. Es ist ein Teaser zu einer großen Geschichte, die ich gerne schreiben würde, wenn ihr da einverstanden seid. Und sie halt hören möchtet. Ansonsten, ja, habe ich noch mehr auf Lager. Ich kann ja auch immer mal wieder was schreiben. Habt ihr denn irgendwie, ne, Geschichten? Würde mich freuen. Also, was haben wir heute alles aufgearbeitet? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also, wir hatten jetzt nette Gegner, nettes Verhalten, weniger nettes Verhalten von Wolf. Zu Recht, wie ich finde. Dazu kann ich vielleicht noch was sagen und ja, Let's Read und irgendwas hatte ich doch noch an Geburtstagsgrüße, hatte ich mir eingeschleimt. Was habe ich denn noch so? Ich hätte jetzt gerne mal so ein kleines Resümee, aber mir fällt gerade nicht ein, was ich noch gemacht habe. So, es ist jetzt schade um Akromas, aber was soll's. Wir müssen uns ja auch noch ein bisschen entwickeln, ne? Ja, irgendwas hatte ich noch. Was hatte ich noch? Ich komme gerade echt nicht drauf. Ach so, ja, Sonntagsprojekt, genau. Wie ihr das findet. Ja, ich muss ja hier immer in Dings fragen. In, na, wie heißt TCG? Weil hier hören mir einfach die meisten Menschen zu. Es gibt so viele, die TCG gucken. Und von denen guckt kaum einer meiner anderen Projekte. Das ist sehr, sehr schade. Aber deswegen fühle ich mich halt hier immer so verpflichtet, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Weil man kann hier super einfach Leute erreichen drüber. Und ich bin auch froh, dass ich mit TCG angefangen habe. Weil ich glaube, jeder Let's Player braucht so irgendwas, was ihm halt
keinen Durchbruch gibt, aber so einen kleinen Schub gibt. Irgendwas, wofür er bekannt ist. Und auch wenn ich mir lieber irgendwie was anderes ausgesucht hätte, vielleicht sowas wie Battleblock Theater oder meine Nuzlocks, die ja immer die ich recht cool finde. Oder was gab's denn sonst noch, was wirklich ein hier Night of the Rabbit vielleicht am Anfang nicht so, aber später dann. Und natürlich Broken Age. So Sachen. Daran hätte ich mir gerne einen Namen gemacht. Habe ich aber nicht. Ich habe mir meinen Namen größtenteils hier durch TCG gemacht und das finde ich auch völlig okay. So, tot. Ich finde es übrigens lustig. Hört der Herr Mettbaron zu? Weil, das muss ich jetzt mal gerade sagen, ich fand es relativ lustig. Ich gucke ja beim lieben Maddy mal ein bisschen Werbung. Keine Sorge, ich habe ihn mal gefragt, das ist jetzt schon wieder ein Jahr her, ob ich ihn im Guten erwähnen darf. Und er hat gesagt, klar, danke. Mache ich auch, weil Maddy ist ein großartiger Let's Player, auch wenn du deine Videos selber nicht guckst, falls du jetzt zuhörst. Ich gucke meine auch nicht. Aber deine gucke ich mir gerne an, weil es ist immer ganz lustig, was du so zu erzählen hast. Aber ich finde es ganz lustig. Das werde ich jetzt mal wieder nicht mehr direkt ihn ansprechen, weil ich glaube nicht, dass er zuhört. Das ist nur ein Zufall, weil so ein paar Sachen, die ich halt in den Let's Plays benutzt habe oder mit Zero benutzt habe, die habe ich dann so ein, zwei Wochen später dann beim Maddy dann in seinen Worten wiedergefunden. Und da habe ich so im ersten Moment habe ich das so Zero gezeigt und meinte, sag mal, kann es sein, dass der Maddy uns zuhört? Irgendwann, ja, kann sein, aber ich glaube es eher nicht. Weil, warum? Warum sollte er uns zuhören? Ich meine, klar, so schlecht bin ich jetzt wahrscheinlich auch nicht, aber der hat ja selber Klausurzeit allein deswegen schon und ich denke mal, der hat auch so seine Pappenheimer, bei denen er guckt und ich bin ja jetzt eher so ein kleiner. Aber Maddy, falls du zuhören solltest, kommentier mal drunter. Würde mich freuen. Ich wohne ja, ne? Niemand weiß, wo ich wohne, aber ich kann sagen, ich brauche nicht lange, um zur Katze zu kommen. Ja. Wer das jetzt nicht versteht, die Cupcake-Katze. Ich weiß nämlich, wo die Cupcake-Katze wohnt. Und ein Zug, der bei mir durchfährt, eine Regionalbahn, die fährt bis zur Katze sogar. Ja, wirklich wahr. Hätte ich auch nicht gedacht. Hey, er hat uns gekillt. Wann ist denn das passiert? So, ich schicke einfach mal Voltoball vor, weil von denen haben wir genug. Ich sollte mich nicht so überschätzen. Das habe ich auch mit dem Kampf mit Zero gemerkt. Wir spielen jetzt in der letzten Zeit mal wieder Hearthstone ein bisschen zusammen. Seit dem Abo-Livestream. Und ja, ich habe gemerkt, nachdem ich gegen ihn gespielt habe, ich bin da immer so ein bisschen übermütig, gebe ich zu. Kann ich auch sein. Darf ich hier auch Pokémon? Nee, nur eine Unterstützungskarte. Und dann habe ich gemerkt, in den Kämpfen, die ich danach gemacht habe, war ich auch so übermütig und habe dann total auf die Schnauze gekriegt, weil ja, Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Jetzt habe ich mir so einen Kratzer aufgemacht, jetzt tut er weh. Ich bin manchmal ein bisschen doof. Ja, bin ich. Gebe ich zu. Meine Schicksalssalbe funktioniert nicht mal. Mäh. So, dich bringe ich um. Dich bringe ich um. Jetzt versuchen wir es nochmal. Vielleicht ziehen wir jetzt einen Elektroball. Immerhin eins. Ist doch schon mal ein Anfang. So, und jetzt zufälliger Funke. Das sollte eigentlich reichen. So. Ja, ich sammle ja noch Geld an für die nächste Season. Dann kaufe ich wieder Booster Packs und Starter Decks, genau, und zeige die. Ich muss ja hier mal wieder was in Starter Decks vorzeigen. Es ist schon so lange her, dass ich das letzte Starter Deck vorgezeigt habe. Und ich wollte auch das mit dem Tauschen zeigen, ja. Habe ich schon wieder vergessen. Habe ich noch einen Booster? Okay, wir machen heute einen längeren Part. Zeige ich euch noch. Aber das habe ich doch eigentlich im letzten Part. Bin ich doch mal so über die Tausche. Ja.
Plausche drüber gegangen und da sollte es doch eigentlich klar geworden sein, denke ich mal. Naja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So, Zapdos. Und da spielt er gleich schon wieder auf die Bank das nächste Vieh. Das bringe ich auch mit einem Hit um. Das war ein sehr, sehr dummer... Achso, der möchte mich hier... Der verwirrt mich. Könnte jetzt austauschen. Oder heilen. Ich denke, ich werde den Austausch bevorzugen. Warum? Ich möchte nur ungern hier meine Trainerkarte opfern. Ich versuche hier mit Elektrobälle zu ziehen, damit ich entwickeln kann, um die Mission zu beenden. Und er hat ja ein Muskelband, also schimmernde Klaue tötet so oder so. So, jetzt haben wir gewonnen, weil wenn ich die Voltkraft einsetze, ist das Spiel vorbei. Eisfinder bringt nichts mehr. Blutig eigentlich? Ich weiß gerade gar nicht. Ne, sieht nicht so aus. Gut, alles gut. So, obwohl, ja doch, ich mache das nochmal, weil ich hoffe immer noch, das letzte Elektroball zu ziehen. Ja, da haben wir wieder drei. Gut, dann muss ich noch einmal entwickeln. Zack, Voltkraft, tot. Tot, Sieg. So, GG, schaffe ich das noch? Nein, leider nicht. War zu langsam. Ja, nicht schnell genug. So. Fast geschafft. Alle Preiskarten genommen und ich glaube, ich habe nämlich noch ein Booster-Pack übrig. Ich wurde auch gefragt, warum ich dieses Deck hier nicht öffne. Ganz einfach, das habe ich hier, ihr seht, zum Tausch markiert. Das ist dieses Symbol. Und das geht halt einfach nicht. Das ist verbuggt. Und ich würde es gerne geben, weil ich habe das Deck schon. Ich würde es gerne, ich wollte es ja eigentlich Droso schenken. Aber durch den Bug kann ich es irgendwie nicht tauschen. Und da muss ich mal irgendwann nochmal einen Support fragen, warum die nicht auf meine Anfrage reagieren. Yo, das ist Seemobs, sieht cool aus. Das finde ich cool. Ist das Full Art Seemobs? Ich meine, ich frage ja nur. Sagt mir wahrscheinlich, nein, das ist kein Full Art, weil das geht nicht aus dem Bild raus. Aber ihr seht, das hat auch das Tauschsymbol. Ich könnte es tauschen, ich habe das schon. Okay, ich habe das schon einmal. Sieht aber cool aus. Mit Ballrolle. Ah, das ist auch so ein Unendlich-Angriff-Ding. Ja, ein Grabbit. Hier mal wieder so ein Fritzelblitz. Die anderen kennen wir ja schon. Seeper mit Glitzer und ja, das Ganze einhämmern und Ohrenschaufel. Sehr schön. Gut, Leute. Dann zeige ich euch nochmal, wie man zum Tausch kommt. Habe ich euch zwar schon mal gezeigt, aber zeige ich es halt 30 Mal. Also meine Tauschangebote. Ich habe gerade keine erstellt. Hier sind öffentliche Tauschangebote. Wenn ihr da drauf klickt, seht ihr immer, was Leute euch geben würden. Zum Beispiel hier ein Groudon-Ex für ein Mega-Groudon-Ex. Oder hier die Vapydro City Arena gegen das Altaria. Sind Möglichkeiten. Dann könnt ihr hier auch Angebote an mich sehen. Also wenn mir jetzt jemand ein Tauschangebot gestellt hätte, dann könnt ihr zum Beispiel ein öffentliches oder ein privates Tauschangebot stellen. Wen nehmen wir denn da? Kirky, ich nehme gerade mal dich. Du wirst schon verstehen. So, jetzt könnte ich hier zum Beispiel auswählen, was ich ihm gebe. Zum Beispiel hier sowas und sowas hier gebe ich ihm. Und dafür möchte ich jetzt von den bei ihm als Tausch markierten Karten Branawarz haben. Nur als Beispiel. So, machen wir aber nicht. Und damit ihr Karten zum Tausch markiert habt, geht ihr einfach auf die Sammlung und klickt hier das Symbol an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das Vieh hier nicht mehr haben wollte, da ich zum Beispiel das hier, das brauche ich eh nicht, klicke ich es einmal an und jetzt ist es zum Tausch markiert. Jetzt könntet ihr euch theoretisch dieses Pokémon hier ertauschen. Oder das hier. Gut, Leute, dann lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Trading Card Game. Ich habe euch geedit, wenn ihr mir einen Kommentar drunter geschrieben habt. Ich hoffe, das war richtig so, wie ich es geschrieben habe, weil ich habe das nur mit Copy-Paste gemacht. Gut, Leute, also bis zum nächsten Mal, euer Wolf.